Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und heute nehme ich dich mit und ich zeige dir mal ein bisschen, was ich mir als Vororder aus dem neuen Mini-Katalog fürs Frühjahr 2024 schon ausgesucht habe. Und wenn du genauso gespannt bist wie ich, was da im Frühling auf uns zukommt, dann lass uns zusammen reinschauen. Ab Januar erwarten uns ja schöne neue Dinge. Und nicht nur das, sondern es gibt auch wieder eine Celebration von Januar bis Ende Februar. Ich habe mir schon ein paar Sachen ausgesucht, die werde ich dir zeigen. Und ich würde dir auch empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, denn vielleicht tummelt sich da ja auch wieder was für euch. Die zwei Schätzchen kommen zur Seite, die darf ich euch sowieso noch nicht im Inhalt zeigen. Aber ich darf euch schon zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Celebration. Da gibt es nämlich dieses Jahr super viel Auswahl. Und zwar nicht nur Stempel und Papier, nein, es gibt auch ein paar Accessoires. Ich fange mal damit an. Ich bin ja gar nicht so unbedingt der größte Bandnutzer, aber das hier ist so ein gerafftes Geschenkband. Ich finde das richtig schön. Vielleicht nicht das, womit man so dicke Schleifen auf einer Karte macht, aber so das Band als Akzent auf einer Karte ist richtig, glaube ich, richtig, richtig schön. Das ist Aquamarinfarben, also auch eine tolle Farbe für Frühling und Sommer. Und dann etwas, was es, glaube ich, noch gar nicht gab, zumindestens könnte ich mich daran nicht erinnern. Es gibt nämlich dieses Mal auch ein paar Glitzersteine in der Celebration. Ich habe die hier mal aufgeschnitten. Ihr seht, die sind hier in drei Farben und zwei Größen. Das sind so facettierte Steine. Die funkeln richtig, richtig schön. Und das sind richtig tolle Farben, finde ich. Also schöne Frühlingsfarben. Es gibt natürlich auch wieder einzelne Stempel und es gibt auch wieder einen Stempel mit zugehörigen Stanzen, wieder was Niedliches. Ich habe mich aber dafür entschieden, dieses Set auszuwählen, die schlichte Eleganz mit einem Prägefolder. Die gehören zusammen, das ist ein Bundle. Da haben wir hier einmal Klarsichtstempel und ich finde das sehr schön gestaltet, dass ihr hier die Blätter und die Blüten einzeln habt. Da könnt ihr ganz einfach grün die Blätter stempeln oder in einer anderen Farbe und die Blüten dann in einer zweiten, ohne dass ihr da aufpassen müsst, dass die übereinander gehen, obwohl es natürlich auch super viele Techniken gibt, um mehrfarbig zu stempeln. Aber hier habt ihr einfach zwei verschiedene Stempel und könnt euch das arrangieren, wie ihr wollt. Auch schöne Größe. Also ein richtig schönes kleines Set. Und was ich ganz toll finde, ist, dass es dazu einen Embossing-Folder gibt, nämlich einen 3D-Embossing-Folder. Ich packe ihn nicht aus. Ich finde, man sieht es auf dem Bild immer am besten. Wenn ich den jetzt auspacke, dann seht ihr auch nicht besser, wie das Muster aussieht. Aber ihr habt hier so ein, ja, wie so ein geprickeltes Motiv. Das finde ich richtig, richtig schön. Also ein ganz, ganz tolles Set. Gehen wir auch mal zur Seite. Und dann gibt es noch Papiere und da habe ich mir auch zwei ausgesucht, um die euch mal genauer zu zeigen und natürlich auch, damit ich sie genauer angucken kann, denn ich habe sie bisher nur aufgeschnitten, aber noch nicht ausgepackt. Das heißt, wir schauen jetzt hier mal gemeinsam rein. Und dann habe ich hier noch ein zweites Papier, das nennt sich Sommermix. Und dann habe ich hier den perfekten Übergang mit diesem Papier zu einem ersten Produktpaket, nämlich den Platz an der Sonne. Und da seht ihr schon die große Wolke, die kleine Wolke, Regen, Sonne und super süße Sprüche. Er ist wirklich schön. Bei dir ist immer ein Platz an der Sonne. Ist doch ein super herziger Gruß. Und
Dazu gibt es passende Stanzformen, damit ihr euch alle Wolken ausstanzen könnt, die Sonne ausstanzen könnt, Regen extra ausstanzen könnt. Damit zeige ich euch bestimmt ein paar Ideen, die ihr damit machen könnt. Da habe ich nämlich noch ein paar mehr als nur Regentropfen. Und hier habt ihr nochmal so eine Wolkenkante. Die kann man übrigens andersrum auch als super, als Meereswellen verwenden. Und hier noch die Blümchen zum Ausstanzen, hier die Sonne zum Zusammensetzen. Also sehr, sehr cute. Freue ich mich sehr drauf. Ich finde es auch schön, die Wolken haben ein Muster. Die sind nicht einfach nur so. Das heißt, ihr könnt da auch interessante Wolken stempeln. Oder wenn ihr eben einfarbige Wolken wollt, dann könnt ihr die euch auch einfach ausstanzen. Und die Stanzen passen natürlich hier perfekt zum DSP. Das heißt, ihr könnt auch direkt hier ausstanzen. Und dann zeige ich euch mal schnell ein paar einzelne Sachen. Ich habe hier, oh, das habe ich nicht aufgeschnitten. Jetzt können wir auch hier genauer drauf gucken. Es gibt eine Produktreihe, die ist super schön mit so Pastellfarben. Bei den Stempeln war ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich die haben möchte. Deswegen habe ich mir erstmal nur die Accessoires bestellt. Und zwar einmal hier die selbstklebenden Steine in diesen wundervollen Pastellfarben. Also das schreit ja nach Frühling. Und es gab auch Garn. Und wenn ich Band verwende, dann ja am liebsten Garn. Das lässt sich für mich am leichtesten verwenden. Und diese Farben, die sind doch wunderschön. Da habe ich noch von einer Produktreihe nur die Accessoires bestellt, und zwar diese Glitzersteine. Ich hoffe, die kommen über die Kamera rüber. Die haben nämlich so einen goldenen und bunten Flimmer drin. Und das fand ich einfach total schön. Ein paar Glitzersteinchen gehen immer. Die sind nicht nur toll fürs Frühling, sondern die gehen das ganze Jahr. Und die sind auch so, dass ich glaube, dass die zu ganz, ganz vielen Themen passen. Und ich meine, sie gehören zu einem Set oder zu einer Produktreihe mit so Kindermotiven. Ist auch super niedlich. Also wenn ihr irgendwas für Kindergärten oder sowas macht, schaut da unbedingt vorbei. Habe ich noch mehr Einzelnes? Ja, ich habe natürlich noch mehr Einzelnes. Es gibt eine Prägeform, auch die packe ich jetzt mal nicht aus, weil man sie sehr schön auf dem Print hier sieht. Die hat so richtig schöne große Blüten. Es gibt nichts anderes dazu, es ist einfach ein einzelnes Produkt. Ich glaube aber, dass es sich super schön kombinieren lässt. Und ich lasse es mal kurz hier liegen, denn ich habe gleich noch ein Stempelset, was ich glaube, was da super, super toll dazu passt. Ich schnapp das mal gleich, das ist nämlich das hier. Ich habe es auf Englisch bestellt, es gibt es aber auch auf Deutsch, damit ihr das wisst. Ich bestelle manchmal Sets auf Englisch, weil mir der englische Spruch besser gefällt oder weil ich die Schrift auf Englisch schöner finde. Es hat ganz unterschiedliche Gründe, aber wenn ihr lieber ein deutsches Set haben wollt, dann gibt es das auf jeden Fall auch auf Deutsch. Und ist dieser kleine Vogel nicht süß? Ich finde den ganz, ganz toll gezeichnet. Ich finde auch die Sprüche sehr schön auf Englisch. Die Sprüche sind auf Deutsch auch schön. Nicht falsch verstehen. Ich fand sie nur auf Englisch ein Ticken schöner. Und passt dieser kleine Vogel nicht wunderbar zu diesen Blüten? Also, das stelle ich mir sehr schön vor, die embossed, vielleicht ein bisschen eingefärbt und dann den Vogel hier an eine Blüte gesetzt, dass er da gerade den Nektar trinkt. Ein Spruch dazu. Und dann habt ihr eine super schöne, edle Karte. Dazu gibt es, ich glaube, auch Stanzen. Ich habe aber erstmal nur die Stempel bestellt. Und dann habe ich noch ein einzelnes Stempelset hier auch. Das gibt es auch auf Deutsch. Wichtig, im deutschen Set sind aber auch die zwei großen Wörter auf Englisch. Das heißt, ihr habt hier immer Smile und Happy und die anderen kleinen Sprüche, die habt ihr dann auf Deutsch. Da wollte ich jetzt den Mix nicht haben, deswegen habe ich mich entschieden, da auch das englische Set zu bestellen und nicht das deutsche. Ich finde das super schön, ganz toll für Scrapbooking, aber auch für kleine Karten, wenn man mal eine kleine Aufmerksamkeit schickt. Vielleicht schickt ihr ja auch ab und zu mal Fotos oder ihr wollt auf ein Event hinweisen. Super schön. Ich mag vor allem, dass hier auch wieder eine kleine Kamera drin ist, kleine Herzen, Sternchen. Also die kleinen Symbole sind natürlich super, wenn ihr vielleicht umgezogen seid, die neue Location oder ähnliches. Also ganz viele Sachen, die man mit diesem Set machen kann. Und dann habe ich noch eine Sache, die nirgendwo dazugehört, nämlich Erinnerungen und mehr Karten. Und die schaue ich ja immer super gerne an. Die kommen leider in den Katalogen nie so richtig gut rüber, finde ich. Aber deswegen werfen wir ja hier einen Blick drauf.
Dann kommen wir mal zu einem Stempelset so süß mit der kleinen Biene. Und dazu gibt es auch eine Handstanze. Ich habe nur die Stempel und diese süßen kleinen Glitzersteine in diesen zauberhaften Farben. Süß, ne? So kleine Herzchen. Ich glaube, die Herzchen haben mich am meisten angesprochen. Deswegen musste ich die haben. Kleine Herzchen in so schönen Farben. Und die Blümchen sehen auch süß aus, weil das hier so ein bisschen aussieht wie so ein Spiegelei. Naja, also ihr seht, mein Kopf macht immer ein bisschen mehr draus. Bei der Handstanze könnt ihr die Biene ausstanzen oder den Körper der Biene ausstanzen. Ihr könnt daraus auch eine Sprechblase machen. Dann gibt es noch so eine Herzchenstanze. Damit könnt ihr dann auch die Flügel ausstanzen und noch so ein kleines Herz. Damit könnt ihr sowohl ein kleines gestempeltes Herz ausstanzen als auch die Fühler von der Biene. Und dann könnt ihr euch die Biene so zusammenbasteln. Super süß. Ich mag die Sprüche total gerne für meine Grummelhummel. Ist das niedlich? Und für ein fleißiges Bienchen, das wird es bestimmt ganz oft auf eine Karte schaffen, denn ich kenne ganz viele kleine fleißige Bienchen. Ich habe das süße Bienchenpapier bestellt. So rum ist es richtig. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an, denn das habe ich auch noch nicht gesehen. Und sind die nicht so süß? Ich meine, die tragen Herzchen mit sich rum. So, so niedlich. Und was ich vielleicht auch noch mitgeben will, an solchen DSPs könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen orientieren, wie könnt ihr eure Stempel einsetzen. Also welche Farbkombi nehme ich vielleicht oder wie arrangiere ich vielleicht die Flügelchen mit dem Körper, ne? Also entweder auf zwei Seiten oder nur auf einer Seite. Schaut euch deswegen immer mal die Inspiration vom DSP an. Und die sind einfach, die sind ja zuckersüß. Dann ist natürlich das Frühjahr auch die Zeit für Ostern und es gibt ein super niedliches Osterset mit so einem kleinen Hasen. Das könnte ja fast ein Schoko-Osterhase sein. Ein paar großen Eiern und richtig schönen Oster- und Frühlingssprüchen. Ganz, ganz toll. Ich mag auch das hier, das Ei mit den kleinen Osterhasen drin. Dazu habe ich auch schon ein paar Ideen. Da wird es auf jeden Fall ein Video geben. Ich hoffe, ihr habt da super viel Lust, genauso wie ich. Und dann seht ihr, gibt es hier nicht nur die Stanzen, um diese Eier auszustanzen, sondern auch noch ein zusätzliches, beziehungsweise es sind zwei zusätzliche. Und die haben alle so schöne gestitchte Ränder. Hier habt ihr auch noch mal eins, um das Ei so ein bisschen zu teilen. Das ist nicht gerade, das ist so ganz leicht gebogen, damit das hier auch bei dem Ei so richtig gut passt. Und hier nochmal so eine zackige Kante und hier nochmal so eine wellige Kante, damit ihr die großen Eier auch mit Papier oder DSP oder etwas bestücken könnt. Finde ich richtig schönes Osterset. Das werde ich euch bestimmt auch in mehr als einem Video zeigen. Dann habe ich hier noch eine Produktreihe. Und da seht ihr, ich habe nochmal Band gekauft. Also ich finde, dieses Mal ist ziemlich viel Band mitgekommen. Ich werde also üben, Schleifen zu binden und Band einzusetzen. Und das hier ist so ein richtig schickes, edles Band. Finde ich hier den Anfang, ja. Jetzt kann ich es euch auch zeigen. Das ist nämlich hier so ein Lederband mit so Goldfolierung. Richtig schön edel. Ich muss sagen, ich hätte das auch schon richtig toll für Weihnachten gefunden, ehrlich gesagt. Ich finde aber auch, das passt in jede Jahreszeit. Das ist eine richtig schöne, edle Verpackung und wenn wir jetzt auf das Stempelset gucken, hier geht es ja um Kakao, um Vanille. Ich weiß nicht, ob das hier Pistazien oder Mandeln oder sowas sind. Müsst ihr vielleicht mal nachschauen. Aber das ist doch super schön, wenn man Schokolade, Kaffee oder ähnliches verschenkt. Vielleicht macht ihr ja auch selber ein bisschen Schokolade oder Pralinen oder sowas. Dann finde ich das richtig, richtig toll, um daraus eine Verpackung zu machen oder einen Gruß dazu. Und das ist dann richtig schön, um da nochmal den Anhänger dran zu hängen oder so einen Akzent zu setzen. Also ich finde, das hätte schon gut in die Weihnachtszeit gepasst, aber es passt natürlich auch ins ganze Jahr, denn eine Kleinigkeit verschenken, das tun wir doch ja das ganze Jahr über, oder? Also auch super schön für Geburtstage, vielleicht auch mal für jemanden, der es nicht so bunt und grell möchte, der es lieber so ein bisschen edel mag.
Hier auch super schöne Sprüche drin, eine edle Kleinigkeit. Das kann ja alles sein. Eine Schokolade, ein Kaffee, ein Likör. Vielleicht macht ihr selber aromatisiertes Öl oder Essig. Ach, es gibt so viele schöne Sachen, die man damit verschenken kann. Ich packe das mal zur Seite. Hier habe ich auch die Stanzen dazu gekauft. Ihr könnt also die Motive ausstanzen. Und dann habt ihr hier noch so eine lange Stanze, die auf den Spruch passt. Und hier so ein, ja, wie so ein kleines Tab. Und dann habt ihr hier noch so ein paar kleine Blätter und Blüten und Zweige. Und jetzt kommen wir noch zu dem Papier. Und ihr seht das hoffentlich schon über die Kamera glänzen. Das ist ein besonderes DSP mit einer Folierung. Und hier finden wir die Motive in so Gold geprägt. Sieht das toll aus. Wenn ihr euch da unsicher seid, ob ihr die Stempel haben wollt, dann also rate ich euch auf jeden Fall zu dem Papier. Denn hier könnt ihr natürlich die Motive auch einzeln ausschneiden und als Fokus auf eine Karte setzen. Toll, das sieht einfach so schön aus. Und ob ihr die jetzt noch koloriert oder ob ihr die so weiß-gold lasst, das sieht sicherlich beides total schön aus. Und dann habe ich noch ein letztes Set und ich glaube, das war auf den ersten Blick mein Highlight. Es sind Blumen zum Kolorieren. Da konnte ich nicht dran vorbei. Das Set gibt es nur auf Englisch. Ich finde aber auch die Sprüche total schön. Und ihr habt hier ein richtig großes Blumenmotiv. Ist hier 90% abgebildet. Hier so eine Project Life Karte. Die hat ja ungefähr so ein Kartenformat und wenn ich da hier die Blumen drauflege, dann seht ihr, damit ist die Karte schon voll. Da braucht ihr nicht mehr viel draufpacken. Und Blumen und Blumen zum Kolorieren. Da konnte ich nicht dran vorbei. Auch zu diesem Set gibt es eigentlich noch Stanzen. Die habe ich nicht, aber was es dazu gibt, sind Schablonen. Okay, jetzt habe ich es. So, ganz kurz. Es geht natürlich nicht, wenn man es spiegelverkehrt legt, obwohl dann kann man die Schablone spiegelverkehrt legen. Ihr könnt also das ganze Motiv hier stempeln. Dann legt ihr hier einmal die Schablone drauf und dann könnt ihr zum Beispiel erst die Blumen einfärben. Und dann geht es hier weiter mit Nummer 2. Und ihr habt hier oben immer so eine kleine Kante, damit ihr die wieder exakt da drauflegen könnt. Ne? Das heißt, ihr legt euch das einmal in eine Kante an, markiert euch das, vielleicht in die Stempelhilfe. Ich zeige euch das in einem Video ganz bestimmt. Und dann könnt ihr hier die einzelnen Parts einfärben. Wenn ihr also keine Lust habt, groß mit Kolorieren, dann kann man das hier ganz schnell mit ein paar Blending Brushes machen. Und da habt ihr wirklich ganz, ganz viele Schritte hier, um da auch eine Tiefe zu erzeugen. Nicht durcheinander bringen. So. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass die auch schon markiert sind. Dass ihr auch wirklich wisst, wie rum die gehören. Muss man da nicht viel hin und her sortieren. Dazu werde ich also auf jeden Fall ein Video mit ein paar Tipps machen. Und ja. Und einmal im Überblick könnt ihr sehen, ich habe mich für das Frühjahr schon ein bisschen eingedeckt und kann über Weihnachten neue Projekte starten. Jetzt habe ich aber noch etwas Kleines für dich. Ich würde nämlich gerne an einen von euch einen Weihnachtsgruß senden. Vielleicht ist da ja auch schon etwas aus dem neuen Katalog drin. Wenn du also Lust hast, einen kleinen Frühlingsgruß schon zu gewinnen, dann schau bitte in die Infobox, da schreibe ich alles rein. Jetzt freue ich mich riesig, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Ich freue mich natürlich auch immer über einen Kommentar von dir und über ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüssi!